Das letzte Märchen in Asozial komme schon, ist das zuerst löchern. Okay. Kinderaugen weinen. Denn dies ist das letzte Märchen in Asozial. Im nobelsten Geringverdienerviertel von London, wo nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der Regen sauer war, lebten einst dreiartige, finanzschwache Flegel. Man rief sie bei ihrem Namen. Statist A, Statist B und Candy. Lieber Herr Jesus, bitte hilf uns und hilf allen anderen Armen. Amen. So, Schlafenszeit. Aber eines klanglosen Abends wurde der nächtliche Fiebertraum der drei unterbrochen durch ein mutterloses Muttersöhnchen. Gut. Hey, what the fuck, ist das eine Schule? Nie in der Schule? Voll aus, so aus hier mit dem Waschbecken. Wir haben kein Geld. Bist du Herr Jesus? Doch unser zwielichtiger Held beruhigte sie, indem er ein Gedicht vortrug, das er extra für Geringverdiener vorbereitet hatte. Die kaputte Girl, genau so muss das sein. Valentino Simple im Giro, dicker Stein. Louis V. Tattoo sogar in meinem Bein. Ihr seht nicht aus wie Hartz IV, sondern Hartz I. Und ich fühl mich krasser. Komm in eure Hut, wenn ich lange nicht gelacht hab. Unser Lebenssatz. Gering verdiene Papa. Ihr esst Toast mit Zwiebeln und nennt die Scheiße dann Tapas. Ja, wir sind dumm und wir lieben ungespielt. Drum haben wir aus Versehen seine Adresse geleakt. Halt die Fresse! So cool, so fresh, geht der Partner. Weil er so reich ist, lässt ihn jede Rappen. Boah, es würde mich gerade voll interessieren, wer da singt. Hat den Big Trip wie ein Ehrenmann. Ich kleb an seinem Arsch ein Leben lang. Ich zeig euch dann, wie wir als Kinder waren. Es gibt ein Land namens Schlimmer Bland, wo jeder unter 16 schon trinken kann. Und Teile, die reinkicken, wie bei Rinder waren. Komm mit in die Mine, namens Ketamine. Brauche eine Frau, weil ich den ganzen Tag deale. Die verpackt und ab, wie Kunden gibt es viele. Halt dich an meinem Sack fest, wenn ich mit dir fliege. Komm! Durch die zarten Klänge gewann er die Zuneigung der Kinder, die noch nie in ihrem Leben so richtig verprügelt wurden und deshalb blauäugig mit jedem Fremden mitgegangen wären. Alles, was Keta brauchte, war ein bisschen Feenpepp von der Fee. Alter, was höre ich hier? Was höre ich hier? Hey, Peppa Pepp. Ha, Dicker! Du siehst aus wie mein nächster Ehemann! Ah! Mach keine Faxen, ja? Warum habe ich keine Wirbelsäule? Hier, das kickt gleich richtig rein. Oh. Ist das Keta? Nein, ich glaube, das ist Feenstaub. Er riecht aber so wie Keta. Dann frag doch mal Keta Pan. Keta? Wow! Keta, Keta Panini! Sorgen Arylcyclohexylaminen in der Präkoxenadoleszenz für eine Dysfunktionalität der Zytokinese? Ja? Was? Ich hab gar nicht zugehört. Was ist das? Oh shit, diese Überleitung zur Werbung. Bad 2, Farbe Oliv, passen perfekt zu meinem Outfit mit Noise Cancelling, damit ich euch Kinder nicht mehr hören muss. Wem redet der da? Weiß nicht, ich glaube mit der Kamera. Let's go! Brauchen wir nicht auch Feenstaub? Nein, ihr seid schon bezaubernd genug. Cool, cool, danke. Und so machten die vier sich auf den Weg Richtung Schlimmerbland. What the fuck? Oh, wie ich mir schon immer einen Freund wie dich gewünscht habe. Ey, was los? Oh, sorry! Peter! Warte! Warte! Am unerforschten Arsch der Welt durchkreuzte ein Schiff, welches ein Fass war, in dem ein Schiff war, neben dem ein Fass war, auf dem ein Schiff war, die sieben Weltmeere. Ein Tentakel, ein süchtiges Pack Piraten, noch bitter verkatert von der letzten Gin Tonic. Hier sterben einfach 1000 Leute, hä? Orgie hatten ihre allmittagliche Morgenroutine. Und schau, danke für den Endsub, sie schwören lebenslange Treue dem Mann, der ihm die zweite Season von Squid Game versprach. Sein Name war Captain Fook! Gefürchtet wegen seines Holzbeines.
an seinem Arm. Elendiges, vogelfreies, landversifftes, immer noch an der Mutter. Was ist das an dem Laserschwert? Seid ihr bereit, mehr CO2 in die Luft zu pumpen? Nein! Ja, ich bin ein Papagei. Wo ist mein Rum? Schnell! Ja, Captain, sofort, Captain. Fort, Captain. Und jetzt, lass uns nachhaltig los angeln! Was ist das? Ich komme gerade absolut nicht hinterher. Oh. Ui, Memo. What the fuck, was passiert hier? Ui, ui. Schau mal hier. Ist ja gar nicht mehr da. Oh. Kitapan? Kitapan? Kinderpan! Nee! Kinderpan! Es muss so aufwendig verdammt, gewesen sein, das alles aufzunehmen. Ja. Kinder! Es schreckt mich nicht so! Captain, wir haben Kinderpan gesichtet. Kinderpan? Jawohl! Alle Mann an die Kanonen! Sind das Piraten? Sind das Piraten? Natürlich sind das Piraten! Guck! Feuer! Scheiße! Ey, ich sag's wie es ist. Jedes Mal macht mein Bruder mich so nach, wenn ich den was frag, was obvious ist. Also für mich ist. Okay, so obvious, aber. Für mich ist es nie so obvious. Und dann auch von meinem Bruder. Mein Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht? Du bist wieder kalt! Ich hab diesen Job nicht gemacht! Nachladen! Hey! Hörst du das? Was? Ja, hör doch mal, was ist das für ein Lärm? Was? Auf dem Schiff mit 70 Kilo Gras, das Schiff trägt den Namen Delora. Von ihr kassieren wir halt vier zusammen und sniffen uns die Birne zu. Machen Stress ohne Grund, ja, so. Also, wir haben der Beat ist doch von diesem bekanntesten Seemannslied oder sowas, oder? Dieser stark wie Todesstern, wir ballern, als wenn wir auf Drogen wären und schlitzen da die Krebsen zu. Oder ein anderes Lied, das ist irgendwie, ist der Refrain hier, oder? Was war das? Babu, Statusbericht! Auf einmal kurz in Star Trek gelandet. Eigentlich? Oh mein Gott, sehe ich hier gerade die Stelle, wo der reingeschlagen hat auf dem. Sie waren wie Bros im ganz großen Stil und spielten das Spiel mit dem Krokodil. Doch Kitapan, der Keck, konnte niemals verlieren. Drum musste er das Spiel mit scharfen Klingen präparieren. Des Freundschaftsband ist dadurch entzwei. Aber wieder fahren wir ins Hätte. Captains Arm, oh wei, oh wei. Ey, das ist Julian Pepps Mom. Er schmiedete einen Racheplan gegen seinen einstigen Bro, den Kids. Aber die Mama hatte ein Cameo. Gut, dass eine elektronische Kerze ist, ne?
Wieder Dialekt. Oh shit, Burdick. Nachdem Keta und Candy zweimal geblitzt und viermal vom Blitz getroffen wurden, kamen sie endlich in der Ketamine auf Schlimmerbland bei den Lost Boy Kellerkindern an. Wow, Oompa Loompas, aber ein hässlich. Halt dein Maul, es ist Lost Boys Kellerkinder live. Blutbahn voll Chemie und Scheiß. Asbestlunge für guten Atem. Was bist du, Frau? Bruder, lass verstanden. Okay. Halt's Maul, du hast nichts zu sagen. Wir sind alle toxisch, aber noch zu haben. Während wir hier graben. Ich bin die Kenny und gebe kurz Introduction. Kleine miese E-Boys, die euch gleich alle klatschen. Ihr kleinen Flaschen, geht euch lieber waschen. Warum kann die das so gut? Also Real Talks hört sich jetzt nicht so bad von ihr an. Also ich finde das ganz gut. Eure Haut nicht nice, aber weiß wie Väter. Mein Kleid für die Hochzeit wird genäht. Man hat keine Zeit, hat ein Date mit Keta. Ruhe, denn Mama sagt heute. Ich sag's euch jetzt, man stellt sich das immer viel einfacher vor, als es eigentlich ist. Später. Bin back, bisschen verbrannt und ohne Hand an Land. Fand ich Pepper blatt in der Hand. Hab mir deine Adresse genannt und jetzt lutscht alle mein Schwarz. Angekugeltes Bein, ihr Landratten! Oh, hoher Besuch, guck mal, wer da ist. Oh, tschö, gesunder Dank. Endlich kann ich meine Rache vollstrecken. Ey, komm nur, ich verpasse dir zu eines Holzbein, da bist du viermal nicht unter, du bist. Fass mich nicht an. Ey, denkt jemand mal an mich? Habt ihr mich schon vergessen? Pietro Lombardi. Bis aufgeklärt werden musste. Oh, ein Krokodil. Immer geht es nur um euch. Aber es ist mein Ruf, der kaputt geht. Und nicht deiner. Oder deiner. Nee, der hat den Spruch gebracht. Der hat den Spruch. Oh, ausgerutscht. Der hat den Spruch gebracht. Carpaccio geht's gut. Carpaccio? Ich heiße Carpaccio. Sohn? Papa? Mein Carpaccio. Ich heiße auch Carpaccio. Ich hab Zwillinge. Papa, ich hab meinen Bruder. Heißt auch Carpaccio. Hab ich auch. Ich heiße auch Sniff. So war Inscope nicht der Einzige, der mit seiner Vaterschaftskunde für Krokodilstränen sorgt. Gut, davon distanziere ich mich ganz schnell. Krokodil reiste mit seiner neuen Familie an die Copacabana. Wir haben beide alles verloren. Ich, meine Crew. Du, deine Oompa Loompas! Stehen wieder ganz am Anfang. All die Jahre habe ich dich voller Hass gejagt. Und jetzt stehe ich vor dir. Und das Einzige, was ich will, ist zusammen mit dir den größten Schatz der Welt zu finden, der irgendwo auf der Grand Line versteckt wurde. 50-50. Auf der Suche nach dem Schatz fanden sie ebenso heraus, dass sie ein fiktives Produkt von auf Substanzen hängen gebliebenen Autoren waren. Interessanterweise kamen diese Substanzen von der Copacabana. Alle waren glücklich und zufrieden. Hallo? Bis auf Candy. Also tat sie, was alle Frauen tun, wenn sie sitzen gelassen werden. Sie tanzte. Ach, Candy, mein hässlichstes Kind. Was machst du denn hier am Fenster? Ach, Mutter. Ich hatte gerade den unnötigsten Traum meines Lebens. Sag mal, wo sind eigentlich deine Brüderchen, Statist A und Statist B? Ich hab sie nicht umgebracht! Zur gleichen Zeit, in einem unscheinbaren Wald, passierte etwas, was keiner der Bewohner des Märchenwaldes mitbekommen hat. Ich bin sichtlich verwirrt. Außer ihm hier. Alfred Eichelhardt von Sack. Geil, damit mache ich mir später eine gute Suppe. Genannt Rotkäppchen. Hier ist gute Stelle, hier ist gute Stelle. Kaum hatte das Rotkäppchen den Sack vergraben, vergaß es ihn auch schon wieder. Über tausende von Jahren ruhte das Säckchen tief unter der Erde. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Oha, bis Mai 2. Ui. Erstmal 5 Monate warten. Produzent, wie viele Rollen willst du spielen, Ju? Ja. Nee, Ju hat gesagt, say no more. Ja, war ein nice Video. Auf jeden Fall sehr viel Aufwand. Ich war vielleicht ein bisschen verwirrt an manchen Stellen, aber sonst ganz cool.